Ja, noch geht's, noch geht's. Sieht so aus, als wenn's geht. Na dann. Versuchen wir mal ein bisschen Bewegung reinzubringen ins Bild und hoffen, dass es auch noch geht gleich. Guten Abend. Guten Abend. Hallo Thyrawal. Schön, dass du da bist. Hallo alle anderen, die noch da sein könnten. Ja, freut mich, Thyrawal. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und verschwindet nicht wieder plötzlich das Bild. Ich habe den Titel schon vergeben. Kurze Schlacht in Cambria. Also ich wollte eigentlich so 20 Uhr rum anfangen. Und Thyrawal, danke dir. Ja, dann musste ich aber noch das Auto holen für meine Frau, die ja morgen auf Klassenfahrt fährt. Und dann bin ich nächste Woche alleine mit der Kleinen. Und ja, dann wollte ich, ne? Und es ging nicht. Und ich musste es erstmal wieder einstellen. Aber jetzt ist es wieder eingestellt. Und ich glaube, ich habe es so hinbekommen wie vorher. Genau. Aber ich habe auch schon ganz kurz einmal ins Spiel geguckt und dachte mir so, eigentlich ist ja alles fertig. Man könnte ja jetzt direkt losziehen und einen nächsten Sektor einnehmen. Und deswegen kurze Schlacht in Cambria. Denn die gegnerischen Sektoren, beide, haben ja auch nur jeweils eine Verteidigung von 10 Söldnern drin. Ach, eine Sache muss ich noch machen. Ich brauche auf jeden Fall was zu trinken noch. Ich geh mal rüber. Kann sein, dass die Verbindung abreißt, wenn ich gehe. Okay, also. Wie geht's? Frage ich mal so, ohne dass ich am Rechner sitze. Jetzt muss ich nur noch was finden, wo ich was reinmache. So, Wasserbehälter einmal aufgefüllt. Hallo Engel. Wieder fit. Krank gewesen, okay. Aber dann hast du es ja schnell überwunden. Ja, freut mich, Engel. Schön, dass du da bist. Was war es? Eine Erkältung? Ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen, was ich hier noch machen wollte. Also ich hatte jetzt noch einmal grob durchgeguckt. Die waren jetzt alle unverletzt. Dann dachte ich mir so, dann habe ich die wahrscheinlich schon geheilt, als ich das letzte Mal gespielt habe. 2 Tage Wahlgrippe. Okay. Genau, und ich war ja mit dem Lastkraftwagen, mit dem Laster hier unterwegs. Um noch Waffen einzusammeln, hatte ich auch schon reingeguckt. Der ist ja vollgepackt mit Waffen und auch mit den Köpfen, um die ja wieder zu verkaufen. Und dann kann sich ja der Laster auch wieder auf den Rückweg machen. Nach C5 ist er ja auch schon. Ist ja schon eingestellt. Und alle sind eigentlich recht fit und ausgeschlafen. Also eigentlich kann ich sie umstellen und direkt losziehen. Es ist auch Tag. Könnte man hier direkt den Nachbarsektor versuchen anzugehen. Und ich denke mal, dass bei nur 10 Gegnern packt man das auch in einem kurzen Angriff. Und ja, ich habe so eine gute Stunde. Also es wird auf jeden Fall kurz heute. Mal gucken, wie gut ich mich daran halten kann. Ich müsste
Müsste eigentlich spätestens so um 11 im Bett sein. Nach Toll. meinen neuen Regeln. Muss mir Bett natürlich noch gemacht. Bett fertig machen und so. Wollte gerne noch unter die Dusche springen. Also ich dachte so bis 22:30 geht. Genau. Also, aber besser als gar nicht, würde ich sagen. Machen wir ein Stündchen und holen uns hier den Sektor und gucken uns dann auch noch an, was man da sonst noch so finden kann. Dieser Sektor war ja schon mal ziemlich interessant mit dem Krankenhaus da drin. Aber wie ich mich erinnere, wollten die alle nicht so richtig mit uns reden und so richtig was mit uns zu tun, ha zu tun haben. Und zwar, weil noch nicht die ganze Stadt erobert ist. Die haben also Angst vor denen, ja, die dann wiederkommen, also den Truppen von Blade Runner, und dass sie die vielleicht dafür bestrafen werden, dass sie mit uns geredet haben. Genau, deswegen nächster Schritt, die ganze Stadt erobern. Halte die Augen offen. Und einen Sektor Meine schaffen wir heute schon. Sensoren bestätigen Feinde in der Gegend. Es sei denn, es gibt noch weitere Probleme mit dem Stream, aber im Moment läuft's. Richtig? Ich hoffe, ihr hört mich. Okay, also wir haben 10 Feinde und 9 Söldner inzwischen. Und noch läuft es gut. Sehr schön, sehr schön. Okay, an den Sektor kann ich mich nicht wirklich erinnern. Irgendeine Fabrik, schätze ich mal. Okay, ich werde mich mal hinter dieses Haus, alle hinter dieses Haus bringen, weil manchmal sind sie an den Straßen. Da könnten sie mich vielleicht auch sehen. Ist ein bisschen risikoreich. Zur Not würde ich den Speicherstand vielleicht nochmal neu laden, wenn jetzt direkt hier welche stehen oder so. Gucken. Genau, und dann erstmal aufs Hausdach gehen und von dort aus gucken, was man so sieht. Okay, erstmal tut sich nichts. Hier sind Zivilisten. Alle friedlich. Gut, ich brauche den Zettel. Ich werde es nie lernen. Oder? Geladen. Ihnen reiße ich mit bloßen Händen die Gedärme aus dem Leib. Der hat mich nicht gesehen. Den lasse ich einfach laufen. Genau. Ah, es hat geklappt. Ja, ich habe nicht auf den Zettel gucken müssen. Ausnahmsweise mal. Okay, Glas. das macht doch gar nicht so viel Sinn, hier auf das Hausdach zu gehen, glaube Loch. ich. Gib Wasser. Naja. Ja. Gib Mach's Wasser. trotzdem mal. Bin bereit. Nicht geklappt mit dem Schleichen. Ach, Z. Ja. Okay. Dicke Männer sind da. Ach, das habe ich ganz vergessen. Das ist alt. Helm? Kein Helm. Weste? Keine Weste. Keine Hose. Kein NVG. Was auch immer das ist. Keine Gasmaske. Keine Waffe. Okay. Ja. 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 Okay, kommen erstmal alle an die Hauswand. Ja. Beharrlichkeit zahlt sich eben aus. Okay, dann bringe ich mal. Denen reiße ich mit bloßen Händen die Okay, Gedärme aus dem Leib. der hat mich jetzt gesehen. Aber ist, denke ich, auch okay. Wer sieht denn den? Nur Mad Dog? Nur Mad Dog, interessant. Ja. Was ist denn Mad Dog?
Ja. Okay, da ist Mad Dog. Night Vision Goggles, genau. Stream steht. Steht der immer noch? Versuch mal am Handy zu gucken. War bei dir, okay. Okay. Ich hoffe es. Danke dir für die Info. Ich hoffe. Ja. Ah, sehr gut. Mach das so. Du musst ja schießen. Okay. Genau, jetzt mache ich mich hier. Mache ich hier auf mich Aufmerksamkeit. Mache ich hier auf mich aufmerksam und schieße durch zwei Fenster. Der zielt ja da auf mich. Ist halt so. Ich glaube, leise sein brauche ich da auch nicht mehr. Der hat nämlich keinen Schalldämpfer. Hat nur einen Mündungsfeuerdämpfer. Jetzt kann ich das hier auch... Ne, kann ich bei dem nicht anwenden. Dem. Stark, Mittag. Ja. Ja, aber... kann ich ja eigentlich schon wieder bei allen das auch wieder ausmachen. Weil haben sie jetzt eh gehört. Ja. Was ich eigentlich machen wollte, wäre die Scharfschützen aufs Dach zu bringen. Das sind ja jetzt bedeutend mehr. Theoretisch. Bring mal Ira nach oben. Einen Schritt nach vorne und dann erstmal abducken. Und Chris auf jeden Fall. Der kann hier noch seine Kiste ablegen. Dann auch runter. So, wen wollen wir noch nach oben bringen? Bin bereit? Nee, ist erstmal okay. Larry, kann ich da eigentlich so stehen lassen? Der würde vielleicht eine Unterbrechung kriegen, wenn hier jemand durchkommt. Dann hätten wir hier noch... Quatsch, Larry, sage ich schon, Mad Dog. Dann hätten wir hier noch Larry, mit dem könnte ich das gleiche machen. Der könnte hier durch diese Scheibe gucken. Also er hat ja, steht ja vor einer Fensterscheibe. Kann hier durchgucken, falls da jemand lang rennt. Dann... Bin bereit? Mit Fox... Renne ich mal hier unten rum. Einmal gucken. Ob da jemand ist. Ist niemand. Einfach nur einmal mich dort positionieren. Falls jemand kommt, dann müssen wir gucken, dass niemand von oben kommt. Hier sind keine Fenster anscheinend in dieser Hausseite. Das heißt, da kann niemand kommen eigentlich. Aufpassen nach oben. Nicht Grizzly geben, einfach ablegen. Ja, auch. Ja. ¿Qué pasa? So, die gucken alle nach oben. Ja. Trevor. Guckt. Ja, vielleicht guckt er auch einfach mal in die Richtung. Da sieht er ja auch eine kleine Linie. Ansonsten sieht er hier erst sehr spät, wenn hier jemand kommt. Leider.
Na gut. Okay, wir versuchen es einfach mal so. Bin bereit. Und tatsächlich kriege ich schon eine Unterbrechung für Fox. Das werde ich nie treffen. Ja, das wirst du auch nie treffen. Aber wir können ja mal versuchen, ob wir ihn so treffen können. Irgendwie. Ach, nicht genug Actionpunkte. Okay, ja. Ja gut, das ist... Aber haben wir zumindest ein bisschen Intel, dass da jemand ist. Würde ich sagen. Haben wir schon mal die Position von den von neun, oder Quatsch, von einem der neun Verbliebenen so. Ich höre was. Und das hat sogar geklappt mit der schmalen Linie. Trevor sieht jemanden. Dann würde ich mal versuchen, den... am Bein getroffen. Wie auch immer er das gemacht hat. Durch zwei Fensterscheiben durch. Das müsste doch eigentlich auf Torsohöhe sein, aber ist wahrscheinlich abgefallen. Okay. Ja. Und Larry, auch Larry kriegt die Unterbrechung. Durch die Fensterscheiben durch. Und dank seiner Sniper haben wir sogar ganz gute Karten, dass wir treffen. Genau. Türerwahl. So in professionell. Oder du sagst es in professionell. Da drüben, ich sehe einen von ihnen. Jetzt konnte ich mal lesen, was er gesagt hat. Ja. Okay. 3 von 9 haben wir geortet. Hier, hier und hier. Bin bereit. Ich würde mal speichern und mit Fox... Na, ist Quatsch, nochmal mit Fox zu gucken. Wir haben ja auch auf den Dächern jemand. So, schön. Chris sieht ihn gleich. Den anderen sehe ich nicht. Aber vielleicht können wir ihn gleich... Ah, da ist der andere. Okay. Hat nicht geklappt. Mit dem Schuss. Yep. So, Ira hätte noch eine Chance. Nee, wir wollen uns gar nicht drehen. Nee, das wird aber nix, weil... Weil sie dafür zu wenig Aktionspunkte hat. Okay. Schauen wir uns nochmal um. Mehr sehe ich mit Ira erstmal nicht. Kann sie liegen bleiben. Alle anderen würde ich jetzt erstmal... Erstmal kurz so lassen. Bin bereit. Ja, noch da sehe ich auch ziemlich gut. Und wenn hier jemand rumgerannt kommt, eigentlich auch, weil die müssten dann schon auch die Unterbrechung bekommen. Okay. Au. Fucking hell. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Ja. Fucking hell. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Dass er nicht getroffen hat. Okay, der hat, glaube ich, auf Chris geschossen. Larry bekommt wieder eine Unterbrechung. Der war nicht getroffen. Schade. Ja. Okay, also hier sind jetzt 2. Genau. Okay, wir speichern an der Stelle. Ah, ich muss ein bisschen AP sparen. Yep.
auch Ira. Ich kann ja mal versuchen mit der AK. Dafür müssten sie ja auch dicht genug dran sein. Ja, das wäre schon zu viel. 42 AP passt. Okay, also hier sind 3, hier sind 2. 5 von 9. Wobei, das könnte der eine sein, der hier wieder hochgelaufen ist. Bin bereit. So, die sind weit genug weg. Ich renne mal mit Fox einmal rum. Okay, niemand, der sich hier versteckt. Leider, sonst hätte ich gleich... gleich mal schießen können. Yep. Trevor sieht den. Versuchen ihm Kopfschutz zu verpassen. Leider gar nicht geklappt. Nochmal überhaupt nicht geklappt. Okay. Trevor muss mal auf den Boden. Weil der wird ja sonst dort beschossen. Okay. Gut. Wir belassen es weiterhin dabei und gucken, wer uns in die Unterbrechung läuft. Genau. Schade, ich hätte nachladen sollen. Oh, fucking hell. Oha. Ja. Die schießen alle auf Trevor dort. Sogar ohne verengte Pupillen ist das ein schwieriger Schuss. Oh. Okay. Es bleibt jetzt aber so, dass die da treffen, ist äußerst unwahrscheinlich, denke ich. Ja. Ich weiß nicht. Ich lasse ihn erstmal noch da, aber... Keine Sorge, Sportfreund. Nur bin ich nicht sicher, ob es sitzt. Oh, fucking hell. Er trifft halt auch überhaupt nicht, leider. Ich werde mal Dimitri nach oben schicken. Ja. Kann der nämlich von oben mal... kleine Überraschung da hinüberwerfen. Yep. Shit. Okay, das sind auch mehr geworden. Denke ich. Auch nicht so viel machen. Sehr schön, Ira. Chris sieht noch nichts, er muss ein bisschen vorgehen. Jetzt sieht er welche. Okay, wieder auf den, der unverletzt ist zuerst. Okay. Sehr schön. Der ging glatt durch. Bin bereit. Fox soll wieder gucken gehen. Okay, der ist einfach nach drüben gegangen, von daher. Ja, okay, passt schon. Yep. Ja. Ich könnte mit Grizzly einen Schritt dahin machen, dann würde ich die auch sehen. Wenn ich da hingucke. Oh, ich sehe sie nicht. Okay, interessant. Wenn ich dahin laufe, sehe ich sie. Okay, weiß ich Bescheid. Er trifft auch nicht. Genau, der Winkel ist richtig. Ich muss auch da laufen. Aber dann kann ich auch auf die schießen. Okay. Jetzt wurde Trevor getroffen. Ja. Ja. Aber unverletzt. Er hat nur beschädigte Traumaplatten. Au. Fucking hell. Keine Sorge, Sportfreund.
Sekunden sind dann. Da bin ich nicht sicher, ob es sitzt. Muss es ein Kopftreffer sein. Aber es ist wieder nichts. Geht wieder nur in die Wand. Ja. Gucken, ob Grizzly das vielleicht besser hinbekommt. Ja, der muss ja auch... Von hier aus kann ich nicht richtig zielen. Auch auf den Kopf schießen. Aber nein. Okay, dann... Erb! Ira. Shit! Sieht die beiden Verletzten. Nehmen wir mal den vorderen. Nee, wir müssen AP sparen. Chris nochmal gucken. Dem ist es ähnlich, aber der kann auch... Von hier aus kann ich nicht gut zielen. ...nur AP sparen. Und dann... Ja? Dimitri. Steh mal auf und dann gucken wir mal, wo er, bis wo er was werfen kann. Also da kann er was hinwerfen. Das wäre schon sehr gut, wenn er da... Kann natürlich auch noch ein bisschen vorlaufen. So. Müsste ich eigentlich noch weiter rumkommen? Nee, komme ich nicht wirklich. Ich könnte nur dorthin werfen. Na, ich versuch's mal. Ist ja die große Granate. Hat geklappt. Okay. Das hat den beiden wehgetan. Jetzt braucht Trevor nicht so. Oh. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Nicht ganz so viel befürchten. So, Larry wurde erwischt. Dafür hat Mad Dog ein neues Ziel und trifft wieder sehr gut. Aber dem geht's weiterhin gut. Nachdem er getroffen wurde. Ja. So. Larry hat eine leichte Verletzung. Der jetzt kein großes Problem sein. Ah, er hat etwas den. Okay, das ist wahrscheinlich der da sitzt, der ihn gerade getroffen hat. So, dann gehe ich wieder mit Chris nach oben. Okay, jetzt ist seine Waffe geladen. Erstmal den, der da gesund ist noch. So, jetzt ist er nicht mehr gesund. Jetzt ist er gleich kritisch. No. Dann. Ira mit der AK würde gehen. Gehen mal auf den. Ah, da hinten ist noch einer, der versucht sich davon zu machen, weil er schon verletzt ist. Ja. Guck mal mit Grizzly wieder hier durch. Verdammt. Und da ist er auch. Okay. Nicht getroffen. Bleibt dabei. Ja. Trevor kann es auch noch versuchen. Der muss aber Kopfschuss machen. Nix. Gib Wasser. So, und die wollen nicht kommen. Deswegen würde ich jetzt mal versuchen, mit Amus vorzurennen. Mal hier rumzugucken. Caramba. Genau, weil ich mir nämlich schon dachte, da kommt einer ran. Okay.
zielen nicht, ich will nur... Okay, der kann dann immer noch mehr schießen, als er eigentlich wollte. Versuchen wir es mal mit dem Pistolenschuss. Auch ungezielt. Nicht gut. Okay. Bin bereit. Dann würde ich sagen, überlassen wir den mal Box, die hoffentlich die Unterbrechung kriegt, wenn der da kommt. Okay. Das macht er bestimmt jetzt. Oh. Ja. Okay. Trevor kriegt die Unterbrechung. Interessant. Joa, den können ihm ja auch im Fuß schießen. Oder er trifft nicht. Bin bereit. Okay. Verflixt. So, das war's mit ihm. Larry Bruchner. Bin bereit. Ärztliche Behandlung. Okay, Larry, komm beiseite. Runter mit dir. Der kann sich ja auch erstmal selber verarzten. Der ist ja ein guter Arzt. Mit 70. Bin bereit. So, Fox kann ihn aus dem Spiel nehmen. Fantastisch. Ja. Da ist niemand mehr zu sehen. Okay. Ja. Wir gucken mal, ob da nochmal jemand kommt. Und Amus deckt zusammen mit Box die Seite, falls jemand von der anderen Seite kommt. So, Chris muss erstmal nachladen, er kann einmal gucken. Okay. Yep. Ira kann auch schießen. Verwundet, kritisch, verwundet. Naja. Den kann sie gerade nicht treffen. Dann versuchen wir es mit ihm. Nicht ganz gezielter Schuss. Aber getroffen. Sehr schlecht. Ja. So, Dimitri, kannst du jetzt vielleicht jemanden um die Ecke sehen? Nee, leider nicht. Auch er hat ein Zielfernrohr. Hört ihr das jetzt? Weiß nicht, meine Tochter ist jetzt knatschig, weil sie nochmal auf Toilette gehen soll. So. Jetzt hört ihr nichts mehr. Macht dann gleich wieder an. Gut, ja, das wird nichts mehr mit dem Schuss, das dachte ich mir schon. Aber wir können ja schon mal vor... Nee, die Richtung stimmt schon. Okay, das ist schon mal ein Plan für die nächste Runde. Oh, gut, das müssen wir nicht mehr einplanen. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Der ist gerade in Ohnmacht gefallen. Ah, Trevor trifft wieder nicht. Verflixt. Und jetzt kommt auch tatsächlich da von dort jemand. Fox kann das, kann ich auf jeden Fall schon mal ausbremsen. Vielleicht jetzt sogar erledigen. Leider nicht. Gepasse. So, Hamus, alle Augen ruhen auf dir.
Aber das sieht doch ganz gut aus. Qué bueno. Qué bueno, auf jeden Fall. Ja. Gut, ihr bleibt hier in Alarmbereitschaft. Der ist aus dem Rennen, der ist gerade in Ohnmacht gefallen. Oh, Chris sieht niemanden. Würde ich jetzt mindestens kompliziert. Ich speichere und lasse ihn noch weiter aufstehen. Okay. Jetzt sieht er den. Kann er denn nicht auf den schießen? Von hier aus kann ich nicht gut zielen. Der ist so doof hinter der Wand, dass er nichts sieht. Okay, Chris kann einfach mal... Aber er kann mit der Unterbrechung nichts anfangen, wenn er die jetzt bekommt. Yep. Gucken, ob Ira da was machen kann. Nee. Leider auch überhaupt nicht. Ja. Dimitri, lass ich mal ganz aufstehen. Okay, er sieht zwar hier was, aber auch nicht so viel. Okay, dann lassen wir es wieder dabei in der Runde. Leise von Osten. Ja. Okay. Jetzt kann er den treffen. Und zwar sehr genau. Und dann hat sich's auch erledigt. Also vier sind... Oh, okay. Der sitzt da immer noch. Ich dachte, das sei genau der. Ach nee, ist ein anderer. Oder der hat sich bewegt, sodass ich ihn jetzt beschießen kann. Oder? Ich geht's wieder nicht mehr. Bin ich sicher. Nee, der ist hinter der Wand. Ja. Er ist hinter der Wand. Wir können ihn nicht treffen. Ich nicht gut Ziel sehe. Suchen Sie einfach mal. Soll er halt ein bisschen Angst haben. So, wie viele Gegner sagt das? Wir haben noch 6, sagt er. 6? Dann ist der wahrscheinlich auch schon tot, der da lag. Okay, weil hier, der hier oben, ach nee, hier liegt ja auch einer. 1, 2, 3, 4, 5 sind schon ausgeschaltet von den 10. Okay. Gib Wasser. Dann würde ich mal mit ihm wieder vorrennen. Okay, niemand zu sehen hier um die Ecke. Und dann wieder zurück. Nein. Oh Gott. Ja, verklickt. Ich wollte runtergehen. Also ihn entdecken und gehen mit ihm. Hat nicht geklappt. Ich hoffe... Tatsächlich hat der gerade auf Hamus geschossen. Der ist noch unverletzt. Der soll kommen. Ich schieße jetzt nicht mit Hamus auf den, weil der hat da überhaupt keine Deckung. Der soll kommen. Genau. Ja. Gib Wasser. Ja, wobei das nicht so gut ist. Ich gehe noch ein bisschen zurück. Bin bereit. Gleich. Der ist fast in der Reichweite von oder Sichtweite von Fox. Okay, dann. Da oben gucken. Ah, sehr schön.
Aber Chris kann jetzt nicht schießen. Er muss erstmal nachladen. Das ist so teuer, das Nachladen. Ja, dafür kann es Ira versuchen. Aber die hat keine Reserve-AP. Ich würde eine freie Schussbahn bevorzugen. Vielleicht. Ja. Dimitri. Ich nicht gut Ziel sehe. Muss aber einen Kopfschuss machen. Hätte es auch damit versuchen sollen. Okay. Ist die Runde wieder um? Bin bereit. Und er rennt tatsächlich in Fox-Radius. Fox kann jetzt auch wechseln. Okay, das sollte sogar klappen. Nochmal besser geworden? Ja. Okay, das sollte ihm Angst gemacht haben. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Bin bereit. Okay, der hat sich jetzt hinter dem Busch dort versteckt. Jetzt ist er auch schon recht nah dran. Na, schauen wir mal, ob ich da noch eine Unterbrechung kriege. Ja. Die können auch alle gucken. Gute Nacht. Ich hoffe, der sieht mich dort nicht. Falls doch, könnte das jetzt unangenehm werden. Okay, Chris sieht nichts. Chris sieht immer noch nichts. Guck mal durchs Fernrohr. Okay, so ist besser. Von hier aus kann ich nicht gut zielen. Ist auch ein Kopftreffer werden. Könnte aber klappen. Keine Muni mehr. So, das nächste Nachladen ist richtig teuer. Yep. Nicht getroffen. So, last but not least. Ich nicht gut Ziel sehe. Okay, es wird auch nicht besser. So, das ist das Beste, was geht. Das hat gereicht. Sehr schön, Dimitri. Gut. Denke ich auch. Okay. Also, ja, er musste aus der Deckung kommen und jetzt kriegt Hamus eine Unterbrechung. Können wir auch recht genau schießen. Sehr schön. Okay. Ich hoffe, Tyrawal nicht. Ich guck nochmal, ob ich auch schwarz sehe am Handy. Nö, sieht gut aus. Also vielleicht einmal reload. Also es ist glaube ich nur Hamus. Oh, fucking hell. Und da ist er wieder. Trevor hat sich's zur Eigenschaft gemacht, einfach immer daneben zu schießen. Ja. Bleibt's dabei. Oh, fucking hell. Er ist da immer noch. Komm, Trevor. Was ist nur los mit dir? Geh besser. Ah, sie sehen ihn auch alle nicht mehr. Bin bereit. Ja. Doch, er sieht ihn noch. Aber er kann nicht gut zielen.
Auch das ist kein Treffer. Treffer. So, Chris muss nachladen. Dann war es das auch mit dem Zug. Okay, zwei sind hier. Wie viele sind noch? Vier sind noch. Einer ist quasi tot, der liegt hier im Sterben. Dann ist noch einer, wo ich nicht weiß, wo der ist. So, Chris. Ja? Hält die Augen auf. Dimitri ebenso. Der kann mal nach da unten gucken. Der da rauskommt. Ja. Ja. Gib Wasser. Würde ich versuchen, da was zu treffen, aber... Na, warten wir lieber auf die Unterbrechung, würde ich sagen. Und Ira. Ja. Unterstützt Dimitri beim aggressiven Gucken. Okay. Yep. Okay. Yep. Das ist der Grauhaarige. Der hat jetzt auf Trevor geschossen. Jetzt kann ich ihn... Ah, jetzt ging es mal wieder durch. Sehr schön. Haben wir nur einmal. Und der kann sich nicht mehr hinlegen. Hoch ungünstig. Okay. Das sieht ganz gut aus. Was die Genauigkeit angeht, hat auch wieder geklappt. Hat nochmal geklappt. Bin bereit. Sagen, Fox kann auch ein bisschen näher kommen und dann sieht sie ihn auch und dann... Hab oh, ich. Nein. Vergeudet sie ihre AP? Okay. Fantastisch. Ich... Mit 21,60... das wirkt mir sehr hoch. Also sehr... Ja. Nach einer sehr hohen Auflösung. Ich meine, so viel hat das Spiel doch gar nicht. Okay, schade. Ja, ich hoffe, der ist jetzt ein bisschen mehr noch angezeigt, sodass... Ja. Ja, dass er gar nicht mehr schießen kann, aber das ist wahrscheinlich eher ein Wunschtraum. Genau, einer ist noch unaufgedeckt. Ja. Das war der, der hat gerade nochmal Blut verloren und es ist kein Wunschtraum. Er kann nicht schießen, da er zu verletzt ist. Sehr schön, dann kann ich mich jetzt wieder abducken, zumindest. Wenn ich geschossen habe. Aber er trifft. Nein. Ja. Er trifft, aber es hat nicht gereicht. Bin bereit? Ja, kann ja sein, dass es irgendwie aus irgendeinem Grund jetzt verstellt ist. Aber die Frage ist, warum? Okay. Schau nochmal da an die Tür. Also einer ist ja nach unten gerannt. Es könnte sein, dass der letzte ist. Ich sehe jetzt hier aber keine Blutflecken, aber wahrscheinlich sieht man die auch nicht. Die würden dann... Boah, ist die Stadt kaputt. Haben sie ja ganz schön randaliert in dem Bereich.
Okay, es sind jetzt nur noch drei. Genau, okay, sehr gut. Dann kann ich ja eigentlich mit Fox mal versuchen, den von hinten aufzumischen. Mal gucken. Oder doch von hier vorne. Wenn sie hierhin rennt, dann dürfte sie von niemandem gesehen werden. Und dann komme ich hier rumgerannt und hole ihn mir. So der Plan. Okay. Der kann jetzt vielleicht auf Trevor schießen. Ich hoffe, er trifft nicht. Wenn doch, dann ist es eben so. Larry ist erstmal verbunden. Der kann sich ausruhen. Ja. Mit Mad Dog decke ich mal oben ab. Von unten kommt da niemand mehr. Muss ich nochmal gucken, was die Ausgangsauflösung ist. Das ist auf jeden Fall sehr eigenartig, dass da so viel rausgeht anscheinend. Okay, er hat geschossen, aber nicht getroffen. Ja, ich kann jetzt mit ihr vorrennen und dann auf ihn schießen. Würde, denke ich, auch sein Schicksal besiegeln. Ich weiß nur nicht, wo der Letzte ist. Und ob das derjenige ist, der hier runtergegangen ist. Aber ich glaube, das war ein Blonder, der schon einmal ziemlich schwer verletzt war. Und der ist, glaube ich, abgehauen. Und der andere liegt ja hier. Toll. Also, schaffst du. Okay, ups. Randaliere noch. Gut. Dann hat sie das erledigt. Von oben wird sie gedeckt. Und dann müssen wir nach dem letzten suchen. Gleich. Er ist noch gar nicht tot. Jetzt ist der tot. Bin bereit. Den Kill können wir mal. Den Kill können wir mal ihm gönnen. Kann er sogar noch jetzt versuchen. Bin bereit. Muss nur noch treffen. Ja. Wird gemacht. Niemand zu sehen in der Richtung. Ja. 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 Bin bereit. Nicht, dass jemand von da kommt, aber ist ja alles gedeckt. Bin bereit. Naja, dann kann das eigentlich auch mal da mit der Hand machen. Oh, das kostet 62. Ein bisschen viel. Rennen wir noch ein bisschen näher. Bueno. So, dann ein bisschen einmal für die Zielübung. So, und jetzt ist eh nur noch einer und das ist wahrscheinlich der Blonde, der hier weggerannt ist. Die Haarfarben merken, das ist auch noch so eine Sache, die ich... Ja. Die sollte man machen. Ja. Das kann durchaus helfen. Gerade jetzt in der Situation, wenn ich mir jetzt sicher wäre... Dann wäre das schon echt cool. Aber bin ich halt nicht.
das lasse ich noch oben. Gib Wasser. Oh, okay. Also, es war nicht der Blonde. Wir haben noch einen unverletzten Dunkelhaarigen. So, wissen wir Bescheid. Gib Wasser. Ja. Hock da oben. Gib Wasser. Karamba. Karamba. Okay, das versuche ich. Schön. Na, mit seiner neuen Waffenkonfiguration klappt's dann auch. So, er sieht ihn auch. Oh, super. Ich glaube nicht, dass er schießt. Ja. Gib Wasser. Mit dem Zielfernrohr trifft er halt einfach auch. Gut. Gut. Das war der letzte. Es ist, wie es ist. Das Wochenende geht zu Ende. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche und eine gute Nacht. Danke für den Stream und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Thyreball. Ich mache jetzt auch nicht mehr lange. Ich gucke mir nur noch die Stadt an. Und dann, ja, mache ich auch schon wieder aus. Hier gab eine Schule. Ich habe hier gearbeitet an Universität, als ich war noch eine Junge. Bis die Herrin zugemacht hat die Türen. War Putzer für Fenster. War ein guter Job. Genau, da denkt man erst, ob er Professor war, aber er klingt nicht so richtig nach einem Professor. Aber er war Fensterputzer. Guter Job, aber jetzt gibt's eben keine Fenster mehr. Wenn das hier die Universität war. Keine Ahnung. Das hier die Wohnheime. Okay, also wir schauen uns gleich um. Das mache ich noch. Und ja, looten würde ich dann heute nicht mehr machen. Wie war das? F? Ja. Das ist der Rucksack, den hat Fox angefasst. Yep. Und deswegen ich glaube, es ist der von Ist das der von Trevor? Nee, Trevor. Yep. Ja. Wessen Rucksack kann das sein? Bin bereit. Deine Tims Tasche? Ja. Nee. Ach, Trevor hat auch schon einen Rucksack. Yep. Ja. Gib Wasser. Bin bereit. Er hat keinen. Ja. Das ist sein Rucksack. Ich hab's. Gut. Dadurch, dass Fox den angefasst hat, ist der jetzt nicht mehr in sein Inventar gegangen. Okay, Larry ist ziemlich verwundert. Yep. Yep. Ja, irgendwem gehört die. Ach, da sind sogar vier. Eins. Zwei. Er? Vielleicht? Auf jeden Fall Dimitri. Fast leer. Gut. Dann hat sie es auch erledigt. Ist verteilt. Hamus kriegt jetzt eine Sichterweiterung. Der restliche Loot ist jetzt nicht so doll. So wie es ausschaut, ist aber total okay. Der Sektor war ja klein. Okay, dann werden wir mal. Ja, nicht, dass da auch noch irgendwo Fallen gelegt sind oder irgendwas. Ich gehe mal mit Larry hier aufs Dach. Wegen seines Rucksacks nicht klettern.
ihn jetzt wieder auf. Genau, nur damit der... Also, falls jetzt hier irgendwie Gegner plötzlich kommen. Was hoffentlich nicht passiert. Und da oben erstmal recht sicher liegt. So. Okay. Erstmal alles so ein bisschen in der Mitte des Sektors. Und dann hätte ich gerne Trevor. Ja. Yep. Und ja. Grizzly. Ja. Yep. Nichts drin? Nichts drin? Hi. Sie werden es nicht glauben, was mit unserer Universität geschehen ist. Seit den großen Tagen unter der Herrschaft der Enrico Gibaldori-Familie lässt man sie verrotten. Wir hatten eine wunderbare Universität. Sie wurde geschlossen, weil die Herrin keine cleveren Leute duldet. Tja. Nehmen Sie sich in Acht vor einem militärischen Außenposten südlich der Mine von Cambria. Sie führt ständig irgendwelche Experimente durch. Okay, das müsste dann... Na, das ist entweder Tixer oder... Oder das, die Fliegerstellung. Die sie meinte. Ja. Nichts. Nichts. So, ich gehe mal mit ihm. Okay. Nee. Du bleibst da. Ja. Mit Trevor gehe ich hier runter. In die Universität. Ja. Ja. Nichts. Sagt er vielleicht nochmal was anderes? Nee. Nichts Neues, aber das mit der Universität war ja auch schon mal nicht schlecht, da noch ein bisschen mehr Background zu bekommen. Außerdem, was... Was ist das? Dimitri gesagt hat, oh, ein Stein. Mein Gott. Okay, gut. Das ist die Universität. Alright. Anscheinend für Medizin. Was ist das? Nebelgranate, Knicklicht. Was ist das? Handgranate, Knicklicht. Das so in der Schule rumliegt. Manipuliert kann das ja nicht sein. Oder? Ich hab's. Nee. Oh, Kumpel. Doch. Das da ist ein richtiger feiner Faller. Erstmal nicht. Er hat trotzdem schon einen Punkt an Sprengstoffkenntnis gewonnen. Deswegen ist er ja auch hier dabei. Ich hab's. Okay, schön entfernt. Die Falle entschärft. So, hier war doch auch noch ein Knicklicht irgendwo. Wo war denn das andere Knicklicht? Ich sehe es nicht. Ein Knicklicht wird ja keine Falle sein. Hier ist die andere Handgranate, die muss ich garantiert auch entschärfen. Ich hab's. Doch nicht. Okay. Gut, dann lasse ich die erstmal liegen. Granaten. Alright. Ja. Was kann das sein? Jetzt haben wir eine Nebelgranate gefunden. Wir checken erstmal. Hat keine Falle. Okay, dann machen wir es auf. Yep. Alright, on. So, die ist bestimmt... Das ist bestimmt wieder eine Falle. Gucken. Alright. Vielleicht doch nicht.
Oh, Kumpel, das da ist ein richtiger feiner Faller. Ja. Oh, right on. Okay. Ja, und wenn die hochgeht, dann steht Trevor mitten in der Nebelwand. Oh nein, sieht gefährlich aus, Kumpel. Okay, hier sind auch Minen verlegt, offensichtlich. Sollte Trevor wirklich alles mal abgehen hier. Also die wollen wirklich nicht, dass da nochmal jemand zum Studieren kommt. Nichts. Also Grizzly sagt, es hat keine Falle. Nichts. Es ist nichts passiert, also hat er wahrscheinlich recht gehabt. Ich denke mal, wenn, dann ist es hier in der Uni, die gefährlichen Sachen. Was ist das? Noch ein Stein. Ja, da ist auch nichts. Okay, dann gucken wir mal da rein. Ja. Keine Falle. Nichts. Knack auf. Nichts. Okay. Nichts. Yep. So. Alright. Alright. Yahoo! Da ist eine Tränengasgranate, die checken wir wieder. Oh, Kumpel, das da ist ein richtiger feiner Faller. Oh, right on. Gut, dass er alles entschärfen kann. So, dann gehen wir nochmal hier hinten raus. Könnten auch nochmal Fallen sein. Nix. Einmal hier rumgehen. Okay. Alles kaputt. Yep. Mhm. Ja. Oh. Okay. Raketenwerfer drin. Yep. Alright. So, da kann er auch nochmal gucken. Kann er nochmal hier hinten rumrennen. Juhu. Da ist noch ein Haus. Ich bin fertig, ohne Scheiß. Lass mich Luft holen. Dann gehst du dahin und kannst ein bisschen Luft holen. Ja. Okay, das Haus ist auch leer. Na gut. Ja. Sieht ja ganz gut aus. Kommt mal alle darüber. Ja. Okay. Oder vielleicht dahin. Ja, was? Ich vergesse. Ich schon wieder vergesse. Das ist doch der größte Teil, oder? Geht so. Das ist der größte Teil hier. Ira läuft die ganze Zeit geduckt. Ja, was? Ja, dann dahin. Und Larry auch. Gut, wir treffen uns dort. Yep. Trevor. Oh, right on.
schauen. Nichts drin? Leider leer. Nichts drin? Nimm mal einen Schluck. Ja. Also, dann können wir zurückgehen. Ja. Gib Wasser. Sie. Dann schicke ich sie noch alle nach oben. Den Loot haben wir ja gerade schon kurz gesehen. Dazu kamen dann nochmal die Granaten. Kraft hat er auch noch gewonnen? Ja. Durch das schwere Tragen kriegt man vor allem Kraft. Ja. Okay. Bin bereit. Der Rucksack von Larry scheint verletzt zu sein. Der Traumaplatten dran? Hat er tatsächlich. Ja. Anscheinend wurde der woanders getroffen. Als an der Brust. Yep. So, sie hat auch keinen Rucksack. Den ich ablegen muss. Okay, dann mache ich die jetzt noch. Fertig. Okay. Zwei Sektoren haben jetzt schon Milizen, dieser nicht. Genau, diese Laws. Kann ich mal stapeln, genauso wie die Hebelgranaten, die Steine. Okay. Also er ist auf jeden Fall ein eigener Doktor. Das geht ja vielleicht. Ich kann ja sie schon mal Miliz trainieren lassen. Zusammen mit Fox. Ah, okay, aber er ist der einzige andere Arzt, ne? Kann noch jemand irgendwas medizinisch auf dem Kasten? Nee. Okay, na dann muss er sich selber verarzten. Ich hoffe, das geht. Wenn nicht, werden wir es auch sehen. Schauen wir mal, wer noch kein anständiges Messer hat. Mad Dog. So ein Wurfmesser. Ja, ist okay. Mit dem Gewicht. Ist ein bisschen doof, dass er diese Doppelrolle hat. Messerwerfer und Granatenwerfer. Naja. Okay, aber reparieren sind dann wieder die üblichen Verdächtigen. Trevor. Chris kann auch reparieren. Chris kann aber auch... Moment, sie hat 62, 54. Er kann noch mit. Dann soll sie einfach beim Verarzten helfen mit 77 Medizin. Und Ira und Chris machen zusammen die Miliz. Mattock kann auch Gegenstände reparieren. Ah, der ist ja gar nicht... Halt. Doch, der ist gut in Technik. Dimitri ebenso.
So, und Grizzly kann ich auch noch. Muss aber nicht sein. Gut, ist der jetzt nicht. Unbedingt Gegenstände reparieren muss. Man muss also an seiner Kraft arbeiten. Betrieb haben wir hier nicht. Leider. Aber wir können ihn auch zum Trainer machen. Trainer für Kraft und Hamus ist der Rekrut für Kraft. Na komm. Geht nicht. Schade. Er wird da schon zu stark sein, schätze ich mal. Der muss. Gut, dann übst du eben Beweglichkeit. Auch immer gut, die AP zu steigern. Okay, gut. Na, dann sind alle versorgt. Nach den Sachen, die hier rumliegen, haben wir schon kurz geguckt. Da ist nichts super Spezielles dabei. Ja. Gut, dann ist nur noch ein Sektor übrig. Und danach kann man dann in den Hospitalsektor zurückgehen und auch mit den Leuten reden. So ist der Plan. Schauen wir mal. Okay. Ja, dann sind wir ein bisschen über meinem Zeitplan, aber ist noch alles okay. Ich speichere an der Stelle. Ich hoffe, der Stream ist überall gut gelaufen. Ich check nochmal meine Ausgangsauflösung oder was auch immer ich da prüfen muss. Danke auf jeden Fall für den Hinweis, Samson. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht die Woche irgendwann. Ich muss mal gucken. Wenn die Kleine im Bett ist, dann geht's vielleicht. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Und ich suche noch ein Raid-Ziel raus. Jetzt um die Zeit sollte ja durchaus noch jemand wach sein. Genau, ich mache schon mal den Abspann hier an oder das Ende an. Rede noch mit euch. Und schaue, wo es hingehen kann. Samson, schön, dass du da warst. Ich habe dich gar nicht wirklich begrüßt, glaube ich. Ja, also schön, dass ihr da wart. Samson, Tyrawal und Engel. Und ich wünsche euch, wie gesagt, einen guten Start in die Woche. Firefox ist noch live. Dann raiden wir mal zum Firefox. Zudem habe ich jetzt auch länger nicht geraidet. Der spielt Alan Wake Remastered. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Alan Wake klingt irgendwie so nach einem Geheimagentenspiel, aber ich bin nicht sicher. Ich habe es auf jeden Fall nie gespielt. Den Firefox kenne ich schon lange. Wobei ich ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber ja, ergibt sich vielleicht demnächst mal wieder. Okay, dann raiden wir zu ihm. Und dann richtet man noch schöne Grüße aus. Und dann wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Ciao. Bis bald.